So, in der Hoffnung, dass es jetzt endlich funktioniert. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal aus anderer Perspektive und in einer anderen Situation. Nämlich von meinem Bett. Ich habe hier den Laptop auf meinen Beinen, die Kamera von meinem PC hier auf meinen Laptop gepinnt, weil mein PC mich aktuell hasst und ich ihn auch. Deshalb versuche ich das Ganze jetzt mal aus dieser Position heraus. Tut mir leid, wenn das immer mal so ein bisschen wackelt. Wie gesagt, ich habe den auf meinen Beinen und versuche das Ganze so still zu halten, wie nur geht. Gut, ich habe dieses Video jetzt schon etliche Male versucht. Es hat nie richtig funktioniert. Ich hoffe, jetzt geht's. Ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen kurz fassen, weil der Speicherplatz nicht so extrem groß ist, aber ich werde es versuchen. Eigentlich sollte das nichts anderes als ein simpler Vlog werden. Und dann würde ich sagen, beginne ich auch einfach mal. Irgendwo hatte ich auch mal Notizen, aber dadurch, dass ich das jetzt schon so viele Male und so viele Tage auch probiere, weiß ich nicht mehr, wo die sind. Ich hoffe, ich kriege trotzdem alles zusammen. Beginnen würde ich gerne mit einem kleinen Phänomen auf meinem Kanal, das sich dann nennt Orient the Blind Forest. Denn die letzten 10 Parts, die ihr gesehen habt von Orient the Blind Forest, waren komplett vorproduziert. Will heißen, ich habe im Mai oder Juni letzten Jahres einen ziemlich großen Orient the Blind Forest Aufnahmemarathon startet. Einfach weil ich Urlaub hatte und dann glaube ich auch krank geworden bin und einfach Bock hatte aufzunehmen. Und deshalb habe ich relativ viel von diesem Spiel auf einmal aufgenommen, hatte sehr viel Material, was ich verarbeiten und hochladen konnte. Und da das bei mir nun mal zeitlich auch alles immer ein bisschen länger dauert, habe ich jetzt ungefähr 10 Parts innerhalb eines Jahres hochgeladen. Was ergo auch bedeutet, dass ich ungefähr ein Jahr lang jetzt kein Orient the Blind Forest aktiv gespielt habe. Auch nicht außerhalb des Let's Plays. Denn das ist ja tatsächlich, wie ihr vielleicht merkt, kein Blind Let's Play, sondern es ist was ich zum Großteil tatsächlich kenne. Aber es ist einfach so, dass ich wirklich ein ganzes Jahr lang nichts aufgenommen habe bei diesem Spiel. Will einfach heißen, ab Part 16, der jetzt demnächst kommt, bis Part 15 ist, glaube ich, noch vorproduziert gewesen. Das habe ich jetzt aktuell noch auf meinem Laptop, auf meinem PC drauf. Das werde ich auch noch hochladen. Aber ab Part 16 muss ich dann jetzt quasi wieder beginnen, neu aufzunehmen. Was sehr interessant wird, wenn ich das ein ganzes Jahr lang nicht gespielt habe, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Yay, ich freue mich schon drauf. So viel nur zur Info. Falls ich dann irgendwie nochmal Steuerungsprobleme haben sollte oder erneut wieder Wegfindungsstörungen, was natürlich bei mir jetzt immer mal wieder vorkommt, dann seid gewarnt. Was ich sonst noch ansprechen wollte, ist ein Thema, das ich in den letzten Vlogs jetzt schon häufiger hatte, und zwar das LARP, auf dem ich war. Es kommt euch wahrscheinlich schon zu den Ohren raus, aber ich wollte euch nur nochmal darüber informieren. Ich tue das mal ein bisschen weiter weg hier. Dass die Videos, die ich zu diesem LARP geplant hatte, auf jeden Fall kommen werden. Es dauert nur noch eine Weile. Und zwar, weil ich diesen Schulumhang, diese Schulrobe, die ich eigentlich bekommen sollte, immer noch nicht zugeschickt bekommen habe. Das wird definitiv jetzt demnächst passieren. Denn die Veranstalter hatten das Problem, dass sie sich auf ein etwas größeres LARP nochmal vorbereiten mussten und dementsprechend das Ganze mit dem Verschicken der Perks, wie sie sich nannten, dieser speziellen Pakete, die man noch bestellen konnte, was ich ja getan habe, das hat nicht so funktioniert, wie sie es gerne vorgehabt hätten. Das dauert alles ein bisschen länger als geplant, ist aber überhaupt nicht schlimm, denn wie gesagt, mussten sie sich auf ein relativ großes LARP noch vorbereiten, das ich persönlich mega feiere und wo ich todtraurig war, dass ich daran nicht teilnehmen konnte. Es nennt sich The Challenge. Kurzer Exkurs mal in eine andere Richtung. Ich werde euch einen Trailer-Link unten in der Videobeschreibung verlinken. Der Trailer ist tatsächlich auf dem Nibelungen-Lab, auf dem ich auch war, entstanden und zeigt auf ziemlich coole Art und Weise, was da so los war. Und The Challenge ist im Endeffekt nichts anderes als das Trimagische Turnier. Natürlich in etwas abgewandelter Form, denn sie durften es nicht Trimagisches Turnier nennen, sondern in diesem Fall heißt es halt The Challenge, aber es ist vom Aufbau her ein und dasselbe. Es gibt drei verschiedene Schulen, drei verschiedene magische Schulen natürlich, die auch alle drei so im LARP schon bespielt wurden, und die drei veranstalten eine Challenge, ein Turnier. Von jeder Schule wird ein Champion gewählt und so weiter und so fort. Potterheads unter euch kennen das System, und das ist jetzt tatsächlich Ende Mai
über ein Wochenende lang bespielt worden. Wir haben tatsächlich dadurch, dass es das erste Mal war, dass das Nimbus Lab stattgefunden hat, beziehungsweise das Lab, wie es so existiert auf Deutsch, das ist ja ursprünglich ein englisches Lab gewesen mit Namen Chocha, wurde jetzt das erste Mal in unserem Fall in Deutsch bespielt, normalerweise immer in Englisch. Und da haben wir tatsächlich am Ende dieses Labs die Möglichkeit bekommen, vergünstigt an Karten vom The Challenge ranzukommen. Leider, leider, leider war es einfach zu kurzfristig. Wir haben im Februar haben wir dieses Angebot bekommen, als wir auf dem Lab waren. Und jetzt Ende Mai hat das Ganze ja schon stattgefunden. Das war für uns persönlich, für die Planung viel zu kurzfristig. Wir haben es leider überhaupt nicht geschafft. Und ich hoffe wirklich sehr, dass irgendwann das nochmal wiederholt wird, weil ich habe mir so in den Arsch gebissen, im wahrsten Sinne. Ich habe mich so geärgert, dass ich da nicht teilnehmen kann. Und ich hätte mich so wahnsinnig darauf gefreut. Aber es ging leider nicht. Und dieses Challenge Play, in dem jetzt nun mal wirklich drei verschiedene Schulen mitgespielt haben, das ist dementsprechend, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ein riesiges Lab gewesen. Dadurch ist das mit den Planungen natürlich so ein bisschen kollidiert. Jetzt nach diesem Challenge Lab, was jetzt natürlich auch schon vorbei ist, werden sie sich wieder verstärkt, nachdem die Nachbereitungen beendet sind, darum kümmern, dass die ganzen Perks vom Nimbus auch verschickt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich diese Robe erhalte und dann werde ich mich auch endlich um die Lab-Videos kümmern. Ob die dann überhaupt noch aktuell sind und ob die dann überhaupt noch jemand sehen will, ist dann natürlich noch die Frage. Aber machen werde ich sie auf jeden Fall, denn ich habe da mega Bock drauf und ich wette, das war auch nicht das letzte Mal, dass ich auf einem dieser Labs war. Was ich noch ansprechen wollte, war die Tatsache, dass ich ein weiteres Harry Potter Video geplant habe. Neben den Let's Plays, die ich natürlich weiterhin mache, ist mir eine Idee gekommen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in den diversen Harry Potter Gruppen, in denen ich zum Beispiel auf Facebook bin, immer und immer und immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Gerade wenn Leute neu dazukommen und sich nicht gerade durch die ganze Chronik scrollen wollen, weil das nun mal extrem viel ist, was in solchen Gruppen gepostet wird, mit mittlerweile 4000 oder 5000 Mitgliedern, die stellen natürlich immer wieder häufig Fragen, die unklar geblieben sind. Ich habe mir da jetzt fünf Fragen rausgesucht, die meiner Meinung nach am häufigsten gestellt wurden und die ich auch schon diverse Male beantwortet habe. Und möchte die gerne in einem Video mal zusammenfassen und das Ganze dann einmal aufklären. Welche Fragen das sind, werde ich natürlich noch nicht verraten. Das werdet ihr dann in dem Video sehen. Aber das wird auf jeden Fall was sein, was ich demnächst auch noch plane. Und was ich wahrscheinlich auch gleich schon machen werde. Denn ich habe jetzt endlich meine Hausarbeit abgegeben. Ich bin frei. Ich habe die Hausarbeit hinter mir. Ich habe keinen Stress mehr. Ich habe mich extra in allen Foren dafür abgemeldet. Bis heute exakt. Und das heißt, ich werde heute dann natürlich auch wieder damit anfangen. Ich habe wieder weniger zu tun. Das Einzige, was mich im Moment tierisch stört, ist, dass es fürchterlich warm ist. Draußen sind mindestens 32 Grad im Schatten. Hier drin sind es insgesamt 28,3. So viel zu den Infos, die ich euch noch geben wollte. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Wird mir dann aber auf jeden Fall noch einfallen. Ansonsten hoffe ich, bei euch ist das Wetter ähnlich schön wie bei mir. Es ist zwar fürchterlich heiß, aber es ist einfach toll, dass der Sommer endlich gekommen ist. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Das ab Part 16. Akkustand meines Laptops ist niedrig. Kleinen Moment, bitte. Jetzt muss ich mal gucken. Jo. Einmal Akku anschließen. Zack. So. Jetzt sollte das, glaube ich, gehen, hoffe ich. Zack. Oh, wie viele Kabel jetzt an diesem Ding hier einfach schon dranhängen. Okay. Wobei stehen geblieben? Genau. Dadurch. Ich weiß nicht mal, wo ich stehen geblieben war. Ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, was ich noch ansprechen wollte, ist ein Thema, das ich jetzt in den letzten Labs häufiger angesprochen.
Ich wollte eigentlich versuchen, meine Videos mal ein bisschen anschaulicher zu gestalten und das Ganze mal ein bisschen hübscher zu machen. Aber das ist nicht so einfach.